Der zweite Tag im Herbst. Ja, eins. Und damit einen wunderschönen guten Morgen, liebe Leute, bei einem wunderschönen weiteren Tag hier auf dem Troppelhof nach. Ja, gestern so viel gearbeitet. Gerade interessant, ich versuche gerade auf den Fernseher zuzugreifen. Jetzt. Ich habe die ganze Zeit halt meine Tasse in die Hand bekommen. Ja, aber Ich heute stehe gibt's vorm nicht so Fernseher. viel Interessantes, aber die Geister sind genervt. Panda, was hast du da angestellt? Ich gar nichts, das liegt an dir. Weil du mich gestern schuften ließt wie ein Maultier. Du machst die oberen, ich die unteren. Na, umdrehen. Du machst die unteren, ich die oberen. Nein, du machst jetzt die unteren. Musst hier oben jetzt gar nicht erst ankommen. Ah, erstmal hier überall gießen jetzt. Ne? Erstmal morgen Toilettengang erledigen. Ja. Ah, shit, erstmal alles rauslassen. Wenn wir fertig sind, gehe ich auf jeden Fall auf die Suche nach den Items, die wir noch brauchen fürs Gemeindehaus. Das morgen erstmal, hey, jetzt erstmal mit mir auch was anderes zu tun gehabt haben. Was? Muss ich noch Sachen kaufen? Du musst erstmal gucken, dass wir das Geld wieder reinkriegen hier, was du rausgeworfen hast gestern. Ich werde dich hier auspeitschen, ausklaven, versklaven und so weiter. Kann das erklären? Hast du hier unten? Hier unten fehlt noch Vogelscheuchen. Weiß. Ich hab doch Also keine hier unten gemacht. fehlt noch eine. Nee, weil beim Haus steht doch noch eine. Dann mach doch mal. Warum hast du das noch nicht gemacht? Ja, weil ich nicht wusste, dass da wirklich eine fehlt. Ich habe gedacht, du hättest das alles, ne? Warum ich immer? Du hast mich gestern schon die ganzen Felder graben lassen hier. Ja, da hättest du auch gleich die Vogelscheuchen aufstellen können, aber nein, der feilt er wieder. Ne. Meine Herr. Vogelscheuche ist natürlich dann wieder zu nett. Auf jeden Fall haben wir ordentlich Felder. Einige davon habe ich jetzt nur angepflanzt, damit Grünwasser! wir die Items davon bekommen. Wie das aussieht, so, lalala, kein Wasser. Kein Wasser! Wasser los! Wassermarsch! So wieder Warum liegt pinkeln. die Iridiumsprenkler, wenn die Iridiumsprenkler hier hätten? Oh. Machen wir dann? Haben wir nichts mehr zu tun. Oh, wir finden noch genug zu tun. Ich weiß. Jetzt mal eher gucken, dass wir schnellstmöglich so eine Spitzhacke aufwerten. Da brauchen wir wieder erstmal. Was denn? Ach, nächste Sache. Sieht gar nicht viel schade aus. Cool, ich kann die auf den Weg setzen. Seit wann? Schon immer. Bin ich früher nie. Hast Ich du hab hier hier das schon Feld schon? gegessen. Achso. Ich glaube schon. Ja, hast du, hast du. Müssen erstmal die ganzen Herbstschäden hier reparieren. Das Erste stimmt. Unkraut absenzen, die ganzen Hölzer hier weghauen. Hast du was zu tun? Ich kann helfen, ja. Ich bin weg. Nice. Eine Orange. Brauchen wir die noch? Ja, für einen leckeren Orangensaft. Ja, sehe ich gerade auch so. Ganz sicher nicht. Nö. Hör auf. Eier her. Bett. Der denkt immer gleich dieser Typ da. Nee, ich Der finde nur ist diese. immer an denselben Gedanken. Ich finde nur diese Idee einfach nur, ja, weißt du, so als Bauer. So morgens so, gehst du in den Hörerstall, Tür auf, Eier her. Ich finde den Gedanken einfach zu geil. Schön. Nur weil dich das keiner fragt, oder wie? Was, warum Tür auf, Weil das Eier? keiner zu dir sagt, hä? Eier her. Nee. Die soll mir auch keiner wegnehmen. Die würde ich gerne noch behalten. Ja. Was wollen wir noch mit Klasse S-Eier? Mal. Ah, schön. Holz. Mein Holz, ich und mein Holzi, Holzi, Aber Holz. mit der Energie, das klappt noch ganz gut. Ja, toll, ich habe nur noch 59. Ah, ich Durch habe jetzt dich. 61. Deine Schuld. So, einmal in die Stadt bitte, danke. Da liegt was. Die hau ich jetzt hier weg, die geben mir sowas auf den Zeiger hier, die Dinger. Was, Dinger? Ja, die Dinger. Oh, okay. Ah, ich freue mich schon, wenn die in die Kanalisation können.
Weil wenn wir einmal das Geld haben, können wir auf jeden Fall immer Iridium-Sprinkler kaufen, weil... Oh, verdammt. Oh nö. bei Krobos kann man, wenn man, also wenn man, wenn ihr die verkauft, die Sprinkler, kann man die immer wieder kaufen. Also an dem Tag. Ja. Ich glaube, du wurdest erwischt. Ja. Psst. Aber ich glaube, ist mir peinlich. Du wurdest beim Müllkrapschen erwischt. Das ist der Pilz, den wir brauchen. Weißt du, was das Tolle jetzt am Herbst wieder ist? Alles braunes? Nein. Was aber auch? Braunes? Dass ich wieder angeln kann. Oh. Ladies and Gentlemen, YOLOs Lieblingsbeschäftigung. Angeln. Das Einzige, was YOLO jemals beherrschen wird. Die Angel. Hutmaus, was hast du zu verkaufen? Gute alte Kappe, Glücksbringer, Scheiße, wir haben Kappe, Wassermelonenband. Ah. Tausend, was dagegen, wenn ich mir so eine nette... Ich bin überanstrengend hier. Was, du bist überanstrengend? Ja. Nichts zu gebrauchen, der Typ, zu nichts zu gebrauchen. Hier, durch die ganze harte Arbeit, die ich hier ganz alleine leisten muss. Ach, Mann, ey. Mit dieser nicht teure Nichts hier nebenan wieder nichts auf die Reihe bekommt und nichts macht. Mann, ist das immer so. Macht nichts und es ist wirklich zu nichts zu gebrauchen. Was, ich sammle hier gerade Holz? Holz haben wir genug. Haben wir das? Nö. Leider noch kein Popcorn erstellen, schade. Ich wollte gucken. Also, Eis haben wir, die Aubergine haben wir angepflanzt, die Kürbis haben wir angepflanzt, die Süßkartoffel haben wir auch angepflanzt. Grünkarotte und Winterwurzel. Ah, die Haselnuss fehlt noch. 4 Stück. Machen wir doch mal gleich daraus welche. Was stellst du schon wieder an? Nichts, was du nicht wissen musst. Okay. Was ich in der letzten Folge noch sagen wollte, war, man konnte im Multiplayer eine Zeit lang, wenn man an einem anderen Herd war, die Sachen unendlich herstellen. Deswegen, Peter. Das meinte ich mit zu spät dran. Das sind jetzt Cheater. Ja, Cheater. Der Honig ist fertig. Meine. Nice. Ah, schade. Ja, jetzt kurz zu spät. Jetzt hab ich schon abgebaut, den Honig. Nee, der Honig ist zwar fertig, das ist gut, aber die Pflanzen, also die Feenrosen, sind noch nicht fertig. Was? Ich habe die Feenrosen angepflanzt, damit wir Feenrosenhonig bekommen. Deswegen wollte ich eigentlich auch Geschwindwachs haben. Ja, jetzt. 8 plus 3 Angriffskraft. Cool. Weil der Feenrosenhonig ist der wertvollste Honig, den es im Spiel gibt. Ich sehe, schon gerade die YOLO überhaupt nicht zugehört. Ja. Ist ja egal, ich gebe das Geld eh wieder aus. Also, naja. Praktisch, ja, du darfst die Feenrosen nicht abbauen. Warum trage ich noch mein altes Schwert mit mir rum? Den Honig verkaufe ich jetzt. Ja, den kannst du verkaufen. Ach, Mann, ey. Macht keinen Spaß. Guten Tag. Guten Tag. So, das war wirklich zu nichts zu gebrauchen. Immer nur faulenzen. Auf der Haut liegen, auf der Faulen. Immer nur chillen. Immer nur mit der Angel im Wasser hängen. Wirklich nichts machen wir. Huch, was machst du denn da? Ja, 410 Holz haben wir. Das ist jetzt nicht sonderlich viel, aber ist in Ordnung. Überhaupt nichts dahinter, weil sobald die dann ausgewachsen sind, sieht man das gar nicht. Sobald die fertig sind. Ja, das ist doof, aber mein Haus wollte ja eh noch umziehen. Warum hast du das noch nicht gemacht? Weil ich es nicht kann. Warum kannst du es nicht? Weil ich nicht der Horst bin. Also ich weiß nicht, ob ich mittlerweile das Haus umstellen kann. Vielleicht wurde das ja gepatcht, dass das auch die Leute machen könnten. Aber laut dem alten Stand kann das nur der Horst machen. Und da du der Horst der Woche bist, ist das deine Aufgabe. Darf nur der Horst. Der Horst. Horst, die Horst, die Horst.
Wo wollte ich? Ach ja, stimmt, da wollte ich mit den Dingern hin, ja, damit ich die loswerde. Nicht dahin, sondern hier hin. Wir sind so viele Brombeeren, aber ich brauche eine Haselnuss. Doof. Na gut, noch kein Haselnussglück heute, vielleicht morgen. Und Spiegel. Ich will doch gar keine Haselnuss. So was so aus. Genauso viel drin in dir. In deinem Kopf. Lolo hat einen Haselnusskopf. Das darf mir jetzt bitte jemand zeichnen. Danke. Oh, das will ich sehen. Das will ich sehen. Lolo mit einem Haselnusskopf. Ah, Melodie in meinen Ohren. La, 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 la. Jolo, will doch nicht immer so das Klo. Brauche Wildfleime für mein neues Projekt Maru. Das lässt sich einrichten. Oh, hier ist auch nichts mehr drin. Alles weggeräumt hier. Alles schon abgearbeitet hier. Alles schon ausgeräubert. Hat er alles hier schon mitgenommen, einfach ohne zu fragen. Hast du und das Wort Arbeit? Ich gehe ins Bad. Schwimmen. Ah, viel Spaß. Lass mal morgen noch nicht in ihrem Zimmer sein. Nein! Wenn ich morgen nicht mehr mit keiner Energie aufwache hier. Sondern richtig kräftige Energie. Richtig Muggies. Ist gerade ein bisschen doof, denn ich komme nicht in das Haus von Robin. Vielleicht ist Mario ja noch woanders da, aber ich weiß nicht wo. Würde ich auch nicht reinlassen, weißt du das? Die macht nur 20 Uhr zu. Was denn am See? Die könnten das wirklich mal patchen, dass dann nach der Erschöpfungsstatus verschwindet. Wenn man sich wieder auffüllt. Nee, nee, der soll ja da bleiben. So, ich tue mich doch gerade auffüllen, ja. Aber trotzdem. Also nee, die Erschöpfungsstatus ist ja trotzdem noch da. Und... Darf ich echt bis morgen mit dieser Pflaume da rumlatschen? Mit 269 gehe ich aus dem Bad. Nicht mit 270, nein, mit 269 Ausdauerpunkten. Wie viele Herzen habe ich eigentlich mit Maru? Der Key braucht noch seine komischen Dinger. Der violetten Shorts. Sehr viele, wie man. Sehr, sehr viele. Auf den Grund zur Mine. Grund der Mine. Und wir müssen immer noch die violetten Shorts. Ja, ja, dafür müssen wir uns aber erst mit Mani anfreunden. Leichter sexistischen Hintergrund hier bei dem Spiel. Dem Bürgermeister seine Unterhose bei einer fremden Frau zu suchen haben. Wo denn Jolo? Sonst? Ja, ich bin direkt hinter du dir. Du bist wirklich ein schlechtes Vorbild für den Bürgermeister. Du Warum? Hast einen schlechten Einfluss auf den Bürgermeister. Das kann nicht sein. Ja, doch. Nein, ich nehme meine Shorts wieder mit nach Hause. Gute Nacht. Warte, hey, ich komme noch kurz hinterher. Moin. Ah, so. Was du denn? Das Waschbecken war kürzer als der See. Kurz mal meine Gießkanne gewaschen. Gute Nacht. Gute Nacht. Wer was verkauft? Sammeln Stufe 6. Jetzt kann ich einen Blitzerblätter bauen. Sammeln Stufe 5. Holz zu 50% Mehrwert. Mit bestimmten Wahrscheinlichkeit ist der Ertrag gesammelter Gegenstände verdoppelt. Tot im Strand. Haben wir was verkauft? Blitzerblätter bauen. Ich kann Blitzerblätter bauen. Sag mir, ob wir was verkauft haben. Ja, hab ich. Bin mal, dass ich mit großer Wahrscheinlichkeit Sachen doppelt sammle. Sehr nice. Wieder 1163 Gold gemacht und damit sagen wir... Ich verdiene hier die Kohle. Was macht der Jolo? Haut sie einfach aus dem Fenster. Macht das Fenster auf und raus damit. Also, wenn ihr irgendwie Kohle braucht, dann geht zu Jolo. Stell dich vor das Fenster, steh öfters mal da und schmierst einfach mal mich mal das Fenster. Yay, woo! Also von morgen stehen sie alle bei der Schlange. Wird ein bisschen doof, da stehen sie alle im Nachbarskarten. Das ist nur zweitrangig. Das ist doch egal, der Nachbar freut sich nur so wie gestern. Ja. Bereite mal vor, dass er ein bisschen Kaffee und Kuchen da hat. Ah. Kann ich einen kleinen Stand aufstellen da und jeder, der vorbeikommt, kann schon mal ein bisschen was kaufen. Kuchen 2,50.
Nee, 54, du schmeißt das Geld raus. Wir können sie gleich bei ihm wieder abgeben. Naja, wenn ich dann mein Geld aus dem Fenster werfe, vielleicht wollt ihr ja was auf den Like-Button werfen. Und dann vielen Dank fürs nächste Mal. Tschüss. Tschüss.